Und Großbritannien ist beim ESC gesetzt, muss sich also nicht mehr durchs Halbfinale kämpfen. Das hat den Briten aber in den letzten Jahren auch nicht viel geholfen. Letztes Jahr war es Platz 24, also zwei Plätze vor Deutschland. Aber das Mutterland der Beatles, Stones und anderer Popgrößen lässt sich so schnell nicht unterkriegen. 20 Jahre nach dem letzten Sieg soll es dieses Jahr endlich wieder klappen. Und der Titel, der könnte nicht besser passen. Never Give Up On You von Lucy Jones. Gemeinsam will sie durch den Sturm mit uns tanzen. Peter, nimmt sie dich mit auf ihre Reise? Ja, hier in diesem Video überhaupt nicht. Der Song ist auch eher, sagen wir mal, medium interessant. Aber ehrlich gesagt, ich habe die Live-Aufnahme gesehen, also von der BBC-Ausscheidung. Mhm. Und Judy Side hieß die Sendung. Und da hat sie live gesungen und sie kann unglaublich gut singen. Also sie ist eine wunderbare Live-Sängerin und das wird also ganz viel rausreißen. Sie ist eine sehr erfolgreiche Musical-Darstellerin, Sängerin, Schauspielerin in England. Sie ist sogar bei Inspector Barnaby aufgetreten hier kürzlich. Ich bin ein alter Barnaby-Fan. Ich habe mich geoutet. Aber jedenfalls, sie kann großartig live singen und da wird sie diesen etwas lahmen Song auch beleben und glaube ich nicht so schlecht abschneiden, wie es in den letzten Jahren für Großbritannien der Fall war. Mhm. Dazu wollte ich mal was fragen, ja, also für die Halbanfänger vielleicht. Mhm. Also dieses Big Five, ja, die sind gesetzt und könnt ihr mir noch mal erklären, warum? Warum sind die denn gesetzt? Also es ist so, dass der ESC kostet ja eine Menge Geld. Ja. Und die großen Rundfunkländer, die großen Rundfunkanstalten finanzieren den Großteil dieser Veranstaltung. Und da ja auch immer berechtigt dargestellt werden muss im Land, geben wir das Geld wofür aus? Da wäre es also schlecht, wenn die großen Länder viel Geld ausgeben und dann im Halbfinale ausscheiden. Und deswegen sagt man, die großen Länder, die dürfen auf jeden Fall im Finale starten, weil sie eben auch den Großteil des Geldes finanzieren. Denn die kleinen Länder, die vielen Mitgliedsländer der EBU zahlen nicht so viel. Aber den ganz, ganz großen Teil, ich weiß nicht wie viel Prozent, zahlen diese fünf Länder. Okay, insofern sagt man, haben die dieses Privileg. Ist okay. Zum Song, ja. Okay, also dann zähle ich auf die Live-Performance. Mhm. Ich frage mich, es kommt natürlich darauf an, worauf legen die Zuschauer in diesem Jahr Wert. Mhm. Für mich ist es zu vorhersehbar. Mhm. Ich finde, ich verstehe, worum es gehen soll. Mhm. Und ich finde die Nachricht gut und ich finde das Video gelungen. Und vielleicht läuft das Lied sogar im Radio. Aber ich finde es so schade, dass ich so viele Zeilen schon, die fangen an, oh, give me your hand to hold on und dann, oh, we will go together through the storm, ich fall nach hinten um. Das ist so banal, dass ich mich frage, ob die Leistung, die Performance das covern kann. Also ich kann sowas nicht mehr hören. Das langweilt mich. Es ist so, wir haben hier einen Ausschnitt gesehen, der auch am Anfang lag. Ja, dieses Stück ist, sagen wir mal, nicht sehr geschickt arrangiert, weil es anderthalb Minuten dauert, bis irgendwo in die Gänge kommt. Mhm. Dann kommt Schlagzeug dazu, dann kommt mehr Groove und Rhythmus dazu. Aber von der Komposition stimme ich dir zu. Aber vom Text her bleibt es leider unter seinen Möglichkeiten. So sagt man das, ne? Mhm. Sie hat sich redlich bemüht oder sowas. Das ist immer gar keine gute Kritik. Das steht dann im Zeugnis. Oh, warte mal, okay, aber genau, im Kontext. Punkte, ich habe gleich eine Frage an Peter. Martin aus Hamburg schreibt nämlich, ich bin Barnaby-Fan. In welcher Folge hat sie denn mitgespielt, Herr Urban? Cool. Das war weißt eine das Folge, da ging es um Folk-Music, ein Folk-Festival, das in Midsummer stattfinden sollte und stattfand. Und sie war die Kellnerin in einem Gasthof, die aber heimlich singt und die dann also großartig aufgetreten ist, gesungen hat und eigentlich eine Folksängerin werden will. Und das konnte sie wunderbar singen, englische Folkmusik. Ganz Martin, toll. Ich hoffe, dass du anhand dieser Erklärung dann diese Folge finden wirst. Sie lief im Februar, das ist ja mehr, kann man jetzt nun wirklich hier nicht erwarten. Ditko Oetker schreibt, das Lied zum Brexit, I will never give up on EU. Ziemlich cool. Sehr schön. Ja.
Bastian schreibt, das britische Lied an sich ist wahnsinnig gewöhnlich, aber sie liefert das live 10-mal besser ab als im Video. Ich würde Großbritannien nicht unterschätzen. Ja. Und Jasmin Therese schreibt, UK ist meiner Meinung nach einfach komplett nichtssagend. Es ist nicht schlecht, aber bietet auch nichts. Es ist einfach da. Und unser Ergebnis ist Gott sei Dank jetzt auch einfach da. Sehr spannend wieder, wie ihr stimmt. Immer sehr ähnlich in letzter Zeit. 5 Punkte von Mieze, 6 von Peter. Und unsere User, die haben im Schnitt 6,2 Punkte für Großbritannien gegeben.